liebe Kampfsportfreunde, in wenigen Stunden geht es Richtung Hamburg mit dem Flieger von Köln-Bonn. Wir werden uns Richtung Hamburg begeben. Am Samstag wird Felix Sturm gegen James Kraft endlich in den Ring steigen. Die Vorbereitung ist so gut wie vollzogen und auf diesem Video werdet ihr auf jeden Fall einen richtig, richtig geilen und innigen Einblick haben. Ich gebe mal ein paar Impulse wie offizielle Pressekonferenz, offizielle Wiegen und vieles mehr, Leute. Deswegen bleibt dran. Und wollen natürlich auch das abrufen, was im Training gezeigt wurde. Und wenn das der Fall ist, werden wir einen tollen Kampfabend erleben. Und ganz selbstbewusst mit erhobener Brust nach der Vorbereitung sind wir sehr optimistisch. Nicht sehr optimistisch, sondern überzeugt davon, dass wir auch als Sieger den Ring verlassen werden. Herzlich willkommen hier heute auf der Waage, Felix Sturm! Finally, Fight Day vom Hamburger Hafen, 19.06. Wir haben 13.30 Uhr. Felix Sturm wird heute Abend gegen James Kraft um 23 Uhr in den Ring steigen. Die letzten Trainingstage hier in Hamburg sind sehr gut verlaufen. Felix hat einen unheimlich fokussierten und auch, was ganz, ganz wichtig ist, lockeren Eindruck hinterlassen. Die ganze Vorbereitung, finde ich persönlich, war sogar noch besser als die Vorbereitung gegen Timo Rost. Wie wir alle wissen, hat Felix ein komplett neues Team aufgestellt. Ja? Mit mir als Boxtrainer, mit Chris Mo als Athletiktrainer, mit Sali Yildirim als Co-Trainer. Es ist also kaum noch jemand aus der Vergangenheit da. Und die Kommunikation untereinander ist jetzt mittlerweile auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ich denke, wir werden einen äußerst starken Felix Sturm sehen, der wirklich bei weitem von der Leistung, bei weitem nicht sein Alter widerspiegelt. Seine Sparringspartner waren im Durchschnitt zwischen 24 und 26 Jahre. Man konnte also wirklich weder von der Physis noch vom Konditionellen irgendwelche Unterschiede erkennen. Ich erwarte eine eindrucksvolle Leistung. Was ich sehr, sehr gerne mache an Fight Days und was bei mir auch schon also Ritual ist, ne, dass ich mir auf jeden Fall eine Stunde Zeit nehme, ja, einen Spaziergang mache, nochmal in mich gehe, nochmal Revue passieren lasse, die Vorbereitung, ja, und nochmal meine Analysen durchgehen, was James Kraft anbetrifft. Wir sind bestens eingestellt und haben die Partner auch wirklich stilmäßig auf James Kraft angepasst und somit gehen wir mit erhobener Brust heute Abend in den Ring. Yeah.
Marshall, ganz ruhig, ganz ruhig. Gib mal eine Finte, dann weißt du, was der macht. Ja! Sehr schön. Jawohl, wachsam sein, atmen, atmen. Schön noch im Oberkörper. Ja. So. Geht dann nach rechts und zieht den Kopf. Runde 2, Round 2. Ja, ja, ja. Sehr schön. Leichte Bewegung im Oberkörper. Ja? Das muss genau so sein. Lass danach was kommt. Sehr gut. Die bleiben so in diesem Rhythmus. Er macht immer diese Bewegung. Hast du gesehen mit dem Oberkörper? Ja? Warte, wenn der so diese lockeren Schläge bringt, ne? Ja, ist dazwischen zu Hause. Okay. Sowohl mit Seilhaken als auch mit Körperhaken. Okay? Das trifft beides. Aber sei aufmerksam, eine Hand bleibt oben. Okay? Du Scheiße. Ein bisschen aktiver mit deinem Jab. Okay? Ja, und so ist eine gute Runde. Okay? Super Runde. Sehr gut. Super Runde. Seconds out. Runde 3, Round 3. Atmen. Ja, gut. Alles gut. Alles über den linken Haken. Siehst du? Die wollen aus der Distanz raus. Und der versucht jetzt weiter mit dem linken Haken. Auf jeden Fall. Richtig bleibt oben. Wir wissen, dass er mitschlägt. Okay? Mit der Führungshand bist du besser reingekommen. Das war eine sehr gute Runde. Okay? Sei aufmerksam. Der wird versuchen, der wird weiter so bleiben. Die wollen aus der Distanz boxen und gewonnen werden. Okay? Sehr gut, Blatt. Komm. Seconds out. Runde 4, Round 4. Ja, schön. Mit dem rechten Schwinger kommt, ne? Tief Luft holen. Bruder, der lässt Substanz für die letzten 10 Sekunden, merkst du? Ja. Ja? Sei achtsam in den letzten 10 Sekunden, okay? Wenn die Jabs treffen. Jawohl. Nicht zurück. Hey Referee, das kann doch nicht sein. Der geht den Kopf nach vorne. Weiter, bleib vorne. Ja. Ruhig, Platte, ist okay. Deine Runde. Jawohl. Und dann kürzt er den auf. Tief Luft holen. Sehr gut. Ne? Wenn der aufhört, bleibst du leicht vorne. Ne? Er braucht sehr Pause. Er wird immer müder. Trotzdem sind gefährlich die Hacke. Okay? Ja? Okay? Warte, jeder Jab trifft von dir. Ja? Okay? Jeder Jab trifft von dir. Sehr gut mit der leichten Antrisch. Ja? Okay? Wichtig ist, dass du den Nahkampf nicht im Platz lässt. Ja? Dass du mit den kurzen Haken triffst jedes Mal, egal ob aufwärts oder linker Seite. Versuch nach oben. Atme durch, komm. Atme durch. Tief, Luft holen, Chef. Komm. Jawohl. Hör zu, es läuft sehr gut. Ne? Er lässt nach, okay? Lass uns die Situation nutzen, aber aufmerksam bleiben.
aber halt den Druck aufrecht. Ja. Ja? Der mag das nicht, okay? Du musst aber aufmerksam bleiben. Ja. Okay? Weißt du, es kann sein, dass er mit dem rechten Punkt, nicht, dass wir nur auf den linken gucken, okay? Aber ihm kein Platz zwischen, wenn du ihn klein bist, hast du gemerkt, du machst das jetzt weniger, der kommt nicht mehr durch mit dem linken. Er wird müder, bleib vorne, okay? Wenn ein Schlag hat, okay? Immer besser, merkst du? Seconds out! Mundschutz. Lass ihn keinen Platz, keinen Platz lassen! Keinen Platz lassen für seine Haken! Ja! Nicht Platz lassen! Ja! Er hat niemals dein Herz. Niemals. Er hat niemals deine Erfahrung. Ja? Das bist du schon 30, 40 Mal, bist du das hier durchgegangen. Okay? Ja. Tief atmen, er ist platter als du. Second out! Lass ihn keinen Platz. Ja? Lass ihn keinen Platz. Wenn du bestimmst, er geht zurück. Sehr gut. Da sein. Mit Übersicht. Weiter, Champ. Ja. Pass auf den rechten Aufwärts auf! Pass auf den rechten Aufwärts auf! Bitte, bitte! Halt er vor! Bitte! Ja! Du bist der Champ! Super Runde, Bruder! Super Runde! Wunderbar, wunderbar! Super Runde! Hast du das gemerkt? Super Runde! Das ist ein Champ, Bruder! Schön kompakt! Nimm keinen unnötigen Treffer, Bruder! Mach dein Auge! Du hast ein wunderbares Auge! Second out! Pass auf die kurzen Haken auf, die versuchen über linke Haken rechts aufzuhalten.